Guten Morgen. Da ist er, der Wichtel, ne? Guten Morgen. Meine Lieben, ihr seht, ich sitze beim Friseur. Ja, es ist auch dringend nötig. Ich versuche hier gerade meinen Ansatz einzufangen, was mir nicht gelingt, aber ihr seht ihn gleich. Ich habe lange überlegt, ob ich es euch überhaupt zeigen soll. Meine Haare sehen echt schrecklich aus, total stumpf. Und hier seht ihr den Ansatz. Oh mein Gott. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, bei meiner Friseurin einen Termin zu ergattern. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Ich bin total zufrieden. Sie hat wieder ein ganzes Stück abgeschnitten, hat meine Haare gefärbt oder getönt. Ich weiß es gar nicht genau. Egal. Hauptsache, ich bin zufrieden. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Ergebnis findet und ich kann es euch sagen, ich habe schon mal einen Termin vereinbart. Ich muss zwar wieder lang warten, aber ich habe ihn schon mal in der Tasche. Sehr gut. Meine Lieben, hello, hello. Der Liam hat mir irgendwas an meiner Kamera verstellt. Keine Ahnung. Jedenfalls konnte ich mich gestern nach dem Friseurtermin leider nicht mehr bei euch melden. Ich bin voll in den Regen gekommen. Ja, ich sah aus wie so ein betröppelter Pudel. Jedenfalls bin ich mit dem Ergebnis total zufrieden. Ansatz wurde gemacht, Gott sei Dank. Und ja, sie hat es mir wieder richtig schön geföhnt. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen, ziehe mich um und dann geht's hier weiter. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Wir kochen gemeinsam, es wird einiges geben. Ihr wisst Bescheid, wir sind 7 Personen. Außerdem haben wir noch Besuch, also nicht wundern. Es dient einfach nur als kleine Inspiration. Außerdem wollte ich euch zeigen, was für den Liam angekommen ist. Eben auch als Inspiration jetzt zum bevorstehenden Weihnachtsfest oder Nikolaus. Der Liam hat ja auch noch Geburtstag. Also ja, seid gespannt. Er hat es schon ausgepackt. Das Unboxing habe ich mitgefilmt gestern, nachdem ich vom Friseur gekommen bin. Das blende ich euch jetzt sehr, sehr gerne mal ein. Da muss man die Autos reinstecken und dann drücken und dann. Okay. Woher weißt du das? Wir haben es uns ja noch gar nicht richtig angeschaut. Sollen wir es mal auspacken? Ja. Okay. Genau, jetzt müssen wir das Krokodil hier festmachen. Jawohl. Und dann das. So, genau, das kommt dann hier hin, laut Anleitung. Upsala. Oh. Warte, Schatz, warte, lass uns das bitte noch hier dran machen. So, gut. Wo kommt das hin, mein Schatz? Das müssen wir jetzt hier hin machen. Da, schau. Siehst du es? Das hier. So, jetzt habe ich es festgemacht, jetzt kannst du ausprobieren. Oh. Jetzt ist er hängen geblieben. Wir müssen hier noch Wasser reinfüllen. Nochmal. Okay. Ui, voll der Stuntman. Bis dahinter. Hier kommt jetzt der magische Farbwechseleffekt. In das Fass kommt Wasser. Liam steckt den Monster Truck rein. Und dann kann man das Ganze so ein bisschen rumwirbeln, bis das Wasser die Farbe ändert. Und es hat total Spaß gemacht. Der Liam war total erstaunt und fand es ultra spannend. Dann gibt es einen Wassersprühtank, den man anklipsen kann oben. Das seht ihr jetzt eben auch. Und damit kann man die Farbwechseltrucks, die einem entgegenkommen, eben auch mit Wasser besprühen. Und die Verzierung verändert sich dann eben auch. Also es ist, wie gesagt, total spannend. Spannend. Ansonsten haben wir hier noch das Krokodil. Das habt ihr ja am Anfang gesehen bei unserem Unboxing. Da haben wir jetzt auch noch Wasser reingefüllt. Und auch hier ist es dann so, dass wenn quasi der Truck in das Wasser fällt, auch nochmal hier die Farbe verändert. Den Farbwechseleffekt kann man auch nochmal aktivieren, indem man eben eiskaltes Wasser in den Behälter füllt, den Truck eintaucht und dann kann man zuschauen, wie die Farbe sich auf magische Weise verändert. Und das Ganze kann man dann natürlich auch wieder rückgängig machen, indem man dann warmes Wasser eben in den Behälter füllt. Hier könnt ihr den Effekt jetzt noch mal ganz genau beobachten. Also der Liam ist wirklich total begeistert. Ja, die Bella, na komm mal her, eine Feine. Ja, vielleicht war das ja auch eine kleine Inspiration für euch. Schaut dazu gerne mal unten in die Infobox. Wie gesagt, also ich finde es mega, mega cool. Der Liam fand es auch ganz, ganz spannend und spielt da schon die ganze Zeit mit. Hot Wheels ist ja bei uns sowieso das absolute Thema schlechthin. Ich habe noch ganz, ganz viele von den Jungs. Ihr wisst ja, ich habe ja, so einen kleinen Tick. Ich kann da nichts wegwerfen und wir gehen regelmäßig runter. Es ist ein ganz großer Raum. Da lagern Weihnachtssachen, Ostersachen und so weiter. Und da sind eben auch ganz viele Spielsachen und Klamotten der Jungs, die ich aufgehoben habe, unter anderem ganz viele Hot Wheels Autos und ja, absolute Begeisterung. Deswegen wollte ich es euch auch gerne mal zeigen. Und hier ist die kleine, feine Bella. Ist gut, ne Bella? Ist gut, alles gut. Und dann kochen wir, wie gesagt, und dann schauen wir mal, was noch alles so passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin ganz viel Spaß beim Video. Ne Bella? Okay.
gehe ich mich mal umziehen, ne? Mit den Klamotten kann man ja hier nicht zu Hause chillen. Ella, bist du müde? Bist du müde, Bella? Ja, jetzt ist es ganz müde. Und die kleine Mücke. Das sind aber zwei Mama. Noch eine. Meine Freundin hat mir gerade Blumen gebracht. Da, schön sieht's aus. Richtig toll. Ich bin ja so froh, dass ich einen fleißigen Helfer hier bei mir habe, ne? Noch mehr Käse. Ich liebe Parmesan. Jawohl. Und der Staubsaugerroboter fährt da drüben rum. Deswegen ist es so laut. Achtung. Lasagne. Ich lasse aber noch ganz kurz drin. Meine Jungs lieben das nämlich, wenn das hier oben so richtig schön kross gebacken ist. Jawohl. Max hat super viel mitgeholfen, nämlich gar nicht. So, da ist die Lasagne. Hatte ich jetzt hier in der Vase. Das werde ich mir jetzt zurecht zupfen, damit ich mir das hier außen rumlegen kann. Ich zeige euch dann das Ergebnis. Natürlich nur, wenn es gut geworden ist. Nee, Spaß. Ich zeige euch auch, wenn es ein Fail geworden ist. Das sind übrigens hier die Täschchen, die man dann hier befestigt. Ja, so, ich gebe jetzt mal Gas. Lieben, hello, hello. Es sind ein paar Tage vergangen. Ich stelle euch mal kurz ab. Ich war total erkältet. Man hört es auch noch. Sorry wegen meiner Stimme. Aber ich wollte euch das jetzt nicht unbedingt antun. Ich habe nämlich gefühlt alle 10 Sekunden einen Hustenanfall bekommen des Grauens. Und deshalb habe ich kurz pausiert mit dem Vloggen. Aber jetzt geht es ganz normal weiter. Man kann es auch noch sehen, dass ich ja recht angeschlagen bin und war. Schlaflose Nächte waren auch da. Und wie gesagt, Husten und Schnupfen. Und ich sehe echt noch richtig fertig aus. Keine Sorge, einen Corona-Test habe ich gemacht. Alles gut. Es läuft auch hier alles ganz normal. Ne? Also es ist nichts mit Ausruhen und im Bett liegen und so weiter. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt in der Verfassung vloggen und euch ja, ständig meinen Husten antun. Jedenfalls bin ich jetzt hier oben im Büro. Ich muss dringend meine Buchführung fertig machen. Die wartet da hinten, bevor sich das Steuerbüro meldet, ne? So auf die Art, was denn jetzt wäre mit meinen Papieren. Nein, ich mach's. Also ich bin noch in time, alles gut, ich bin da schon sehr ordentlich, aber ich schieb's schon echt vor mir her. Das gehört zu den Aufgaben, die ich nicht so gerne mache, nach tanken und Pfand abgeben. Also das sind so die drei Sachen auf meiner Abschlussliste, aber es muss eben gemacht werden. Ansonsten, weil ich das jetzt hier gerade sehe, hier meine Karte von Lionel Richie. Ich hatte eine VIP-Karte gekauft. Zu dem Konzert ist es nicht gekommen, 2020, wir wissen alle warum. Und ich muss da noch zuschauen, dass ich zu meinem Geld komme. Aber das ist total schwierig, da zu meinem Geld zu kommen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil ich das jetzt hier gerade sehe. Ihr wisst es ja noch gar nicht. Wo waren wir? Ja, offensichtlich, ne? Wir waren in Brasilien, haben wir gekauft hier dieses schöne Souvenir. Ist hier oben im Büro. Ich habe es noch nicht geschafft, das Video zu schneiden, also den Vlog. Genauso wie ich es noch nicht geschafft habe, das Video aus meiner Küche für euch online zu stellen bzw. zu schneiden. Das ist so ein Organisationsvideo. Ich habe einiges umgestellt. Also ich glaube, da sind auch ein paar Tipps für euch dabei. Aber
Also ich bin einfach nicht dazu gekommen, ne? Es kommt aber versprochen. Also ich glaube, das Video ist doch ganz gut, wenn man eine Küche plant bzw. umorganisieren möchte. Und jetzt geht es hier, wie gesagt, ganz normal weiter. Mal schauen, was wir jetzt heute noch so machen. Der Postbote dürfte heute, oder Postbotin, ich weiß gar nicht, wer heute dran ist, noch ein paar Sachen für Liams Geburtstag bringen. Ich habe Helium bestellt, Luftballons und noch so ein paar andere Sachen. Ja, unglaublich, ne? Jetzt hat der kleine Schatz bald Geburtstag. Es ist unfassbar, wie die Zeit vergeht. Ja, bald ist Weihnachten, ne? Dazu kann ich euch auch noch ein bisschen was zeigen. Und ich würde sagen, genau, wir machen jetzt einfach hier weiter im Text. Und dazu wünsche ich euch jetzt weiterhin ganz viel Spaß. Auch wenn ich so krank bin. Ich bin jetzt hier oben im Büro fertig. Habe noch E-Mails bearbeitet, beziehungsweise eben alles fürs Steuerbüro fertig gemacht. Den Augenbrauenstift hier. Meiner war nämlich heute Morgen leer. Und das Steuerbüro ist direkt daneben. Also es passt ganz gut. Aber davor muss ich mich erstmal umziehen. Ich habe noch eine Schlabberhose an. Ich wollte euch ja hier noch den Adventskranz zeigen. Ich drehe euch mal um, so. Und zwar habe ich den selbst zusammengesteckt, sage ich jetzt mal so. Ich hatte in einem richtig schönen Dekoladen wunderschöne Adventskränze gesehen, die dann aber definitiv zu teuer waren. Und deswegen habe ich es wie jedes Jahr selbst hier zusammengesteckt. Gefällt mir ganz gut. Den Horst hier, so haben wir den genannt, also der Liam hat den so genannt, der steht da, der futtert. Ich wollte den nämlich eigentlich hier in die Mitte reinstellen, hat mir dann aber doch nicht so gut gefallen. Und deshalb bleibt er hier so stehen und futtert, damit er satt wird. Und ich habe mir in einem richtig schönen Blumenladen auch einen kleinen Blumenstrauß gegönnt. Allerdings habe ich den dann meinem Papa gewidmet. Ja, ich hatte mir den Blumenstrauß gekauft, nachdem ich mich irgendwie selbst richtig krass bemitleidet habe. Total bescheuert. Ich habe es euch auf Insta erzählt. Ich hatte plötzlich so heftigen Schüttelfrost. Ich hatte Fieber und Husten und ich musste dann abends um 10:30 noch unser Ehebett frisch beziehen. Das hatte ich morgens abgezogen, hatte ich dann aber während des Tages total vergessen, frisch zu beziehen. Und ich gehe ins Schlafzimmer und ich denke mir so, oh mein Gott, mir tut jede Faser meines Körpers weh und jetzt muss ich noch dieses Bett beziehen. Habe ich natürlich gemacht, aber am nächsten Tag dachte ich mir dann, okay, und jetzt gönne ich mir Blumen, die ich aber dann, wie gesagt, meinem Papa gewidmet habe. Umgedreht. Ihr habt es ja wahrscheinlich im Intro schon gesehen. Wir haben einen richtig großen neuen Spiegel. Da hinten hat der Liam ein bisschen Lippenstift hingeschmiert. Habe ich versucht, mit so einem Putzschwamm wegzumachen. Aber da muss ich ein bisschen Farbe drauf machen. Jedenfalls, ja, jetzt hier ich im Schlabberlook. Zieh mich jetzt erstmal um. Jetzt habe ich mich mal umgezogen. Ich sehe immer noch nicht aus wie das blühende Leben. Liegt eben daran, dass ich erkältet bin. Das habe ich jetzt noch aus dem Bad geholt. Hier den Karton. Das kommt jetzt runter in die Garage, in die blaue Tonne. Genau, und der Liam, der bespielt es wirklich super gerne. Also der hat sich so gefreut, als er das bekommen hat. Absolut grandios, faszinierend und wirklich magisch, weil das ja die Farbe verändert. Hier von den Monster Trucks. Richtig cool, aber wie gesagt, das ist jetzt nur die Kartonage. Die kommt jetzt runter in den Keller. Und der Liam, der wartet schon, der ist unten bei Max. Deswegen beeile ich mich jetzt eine Runde. Gibst du Mama die Hand? Das ist aber lieb von dir. So, jetzt gehen wir nach Hause. Kannst rausziehen, mein Schatz? Sehr gut. Komm, jetzt können wir fahren. Ne, einmal reicht. Einmal reicht. Einmal reicht. Auch krass, ne? Ich habe so kurze Arme, dass ich immer die Tür aufmachen muss und mich abschnallen muss. So, Moment. Eieiei. So, aber jetzt. Nein, Karte fehlerhaft. Okay, danke fürs Gespräch. So, da liegt mal wieder irgendein Fehler vor. Das habe ich so oft hier in diesem Parkhaus. So, was will er jetzt? Hallo? Ja, danke. Ja, schön. Das hatten wir vorhin auch schon. Weh, ich kann jetzt nicht rausfahren. Jetzt hat es aber geklappt. Na, bravo. Jetzt ist der Liam eingeschlafen. Liam, Schatz. Jetzt muss ich ihn hochtragen. Aber der ist relativ schwer, ne, der Liam. Wiegt schon über 20 Kilo. Mal schauen, ob ich das mit meinem Arm hinbekomme. Ansonsten rufe ich einen der Jungs. Und die müssen den Liam dann hochtragen.
Da sind wir wieder zurück. Luftballons sind auch angekommen. Ich habe mir übrigens Tee gekauft, den werde ich mir jetzt direkt mal machen. Und noch einen Hustensaft. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Husten jetzt endlich mal verschwindet. Echt schrecklich. Da freue ich mich jetzt drauf. Wahnsinn, wie dunkel es gerade schon wieder ist. Echt verrückt. Ja, naja. Kalt war es draußen auch. Aber das liegt mit Sicherheit an der Jahreszeit, ne? Deswegen gönne ich mir jetzt einen heißen Tee. Und dann lese ich dem Liam noch ein bisschen was vor und wir schauen mal, was unser Wichtel so treibt. Guten Morgen. Da ist er, der Wichtel, ne? Guten Morgen. Der ist nicht so ordentlich. Schau mal, Liam. Er hat da seine Stiefel einfach so hingeworfen. Sollen wir die mal ordentlich hinstellen? Stell du sie mal ordentlich hin, mein Schatz. Genau, mach das mal ordentlich. Willst du kehren? Okay. Das sind noch meine Swatches von meinem Augenbrauenstift. Genau. Und unsere Lichthäuschen können wir auch anmachen. So. Magst du das anmachen? So, einmal. Und das machen wir auch noch an. So, hast du gut gemacht. Jawohl. Schnee geschippt, damit keiner hinfällt, ne? So, okay. Ich wollte mich jetzt an dieser Stelle noch bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und bis zum nächsten Mal.